Hallo, Steinbock, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für den Monat April steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Steinbock. Pforte. Wahnsinn. Die gleiche Energie wie bei Sternzeichen Jungfrau, glaube ich. Warte mal kurz. Ich glaube, das war Jungfrau tatsächlich. Ja? Aber die gleiche wie du in der Mitte. Steinbock, was für eine Energie. Hinter dem Deck die Karte der Tote, Steinbock. Also, ich bin gerade mit deiner Energie sehr, sehr sprachlos. Das muss ich dir schon sagen. Also, ich bin mir nicht so sicher, ob die gleiche jetzt ist, aber eine ähnliche Energie wie bei Sternzeichen Jungfrau. Die Legung von Sternzeichen, ich glaube, das war Sternzeichen Jungfrau für den Monat April tatsächlich. Okay, die Karte der Tod für dich in der hinteren Deck als Energie für den Monat April. Die Karte der Tod deutet ja auf Veränderungen, eine Transformation, würde ich sagen. Eine Transformation in eine Situation, in eine ziemlich komplizierte Situation. Ja? Also die Karte der Tod ist keine leichte Karte. Gar keine leichte Karte. Denn sie deutet ja auf eine Transformation, aber diese Transformation, die ich hier habe, ist nicht leicht gewesen oder in manchen Fällen bist du noch in dieser Situation drin. Ja, Nummer 13, Sternzeichen Skorpion, die Karte der Tod, finde ich einfach nur ziemlich interessant. Die Herrscherin. Ich sehe hier eine Mutter, also sehr viel Kreativität spüre ich hier bei einer Person. Viel Fruchtbarkeit, viel Kreativität, viel Erfolg in einer Energie, eine sehr erfolgreiche Energie spüre ich hier. Eine Person, die vielleicht sogar selbstständig ist, eine eigene Firma hat, sehr, nochmals, sehr erfolgreich ist. Also das muss ich betonen sogar, weil die Herrscherin plus diese sechste Stäbe ist eine ermächtigte Energie von einer Person. Ich sehe eine sehr hübsche Energie hier. Eine Mutter, nochmals Kinder sehe ich hier oder einen Vater. Ich kann auch über einen Vater reden. Hier zeigt sich die Herrscherin, ja. Also Steinbock, es gibt eine Transformation in eine Situation mit einer Energie. Ich kann sogar hier vielleicht über einen Schluss reden. Ja, denn die Karte der Tod immerhin spricht ja über eine Ende, ne? Eine Ende in einer Situation. Wir müssen jetzt schauen, weil die Energie ist natürlich nicht ohne. Das muss ich dir aber auch sagen, ja? Augenblick bitte. Steinbock, ich sehe natürlich hier eine Person der Vergangenheit auch. Ja, wir wissen ja, wie das ist, ne? Also spüre ich hier eine Person der Vergangenheit? Ja, natürlich. Ja. Sternzeichen Zwilling, Sternzeichen Jungfrau. Ja. Waage, Stier, Skorpion, Löwe. Zwilling. Also, Steinbock.
in der Mitte für deine Legung die Karte die Sonne. Die Karte die Sonne ist die beste Karte im Tarot und spricht über Licht und Klarheit in einer Situation. Diese Karte für mich, also diese Karte hat auch mit Reichtum zu tun, mit Reichhaltigkeit, mit einer Dankbarkeit. Das ist eine Dankbarkeit. Steinbock, ich spüre hier Kinder, ich spüre hier Babys sogar. Und das spricht natürlich nicht für uns alle, das weiß ich ja, aber dass wir hier Babys sehen können, das ist schon mal sicher. Die Karte die Sonne und die Herrscherin zeigt ja einen Bauch, eine Schwangerschaft, ja. Also ich spüre hier sehr viel Fruchtbarkeit, tatsächlich, in deiner Energie. Babys, Kinder, sieht man hier. Natürlich nochmals, deine eigenen Kinder. Okay, Steinbock, ich spüre hier eine Art von Versöhnung. Ja, aber das erwartest du vielleicht nicht. Ja, es gibt eine Situation hier mit einer Person, die du nicht erwartest. Und warum sage ich das? Weil die Karte, die die Sonne blockiert, ist die Karte der Turm. Ich habe zwei große Arkanen. Also Steinbock, irgendwie, warte mal kurz. Ich denke, ich möchte noch halt nichts Falsches sagen, aber ich denke, das war tatsächlich Sternzeichen Jungfrau. Warte mal kurz, ich möchte es genau sagen. Ich habe diese Legung gestern gemacht, glaube ich. Ich sage dir das, weil irgendwie eine Gruppe von Sternzeichen Steinbock hat irgendwie mit Sternzeichen Jungfrau zu tun oder du hast Sternzeichen Jungfrau in deinem astrologischen Chart oder so eine Situation ist hier, weil es ist stark die Bestätigung, die ich hier gerade bekomme zwischen dir und die Sternzeichen Jungfrau, ja. Also wie auch immer es sei, ich spüre hier eine Situation, die du vielleicht nicht mal erwartest, und das hat hier mit irgendeiner Versöhnung zu tun. Schaue bitte, wie viele große Arkanen ich habe. Ich habe die Karte der Tod, die Karte der Tod, die Karte der Turm und die Karte der Sonne. Und alle drei Karten reden über eine Situation, die irgendwie entweder nicht erwarten, dass wir diese Situation nicht erwarten, von einer Person der Vergangenheit. Egal, ob das jetzt ein Kind von dir ist oder ob das jetzt die Mutter deiner Kinder oder der Vater deiner Kinder ist. Aber irgendwie diese Situation, die unerwartet ist, zeigt sich im Monat April. Ich spüre hier nochmals die Karte die Sonne, die auch über diese Versöhnung spricht, über viel Licht und Klarheit in der Situation. Du siehst, die Karte der Turm deutet ja auf einen Gebäude, das ist ein Gebäude auch, ja, ein Gebäude. Und nicht vergessen, die Karte die Sonne ist die beste Karte im Tarot. Von da aus, die Energie zeigt sich natürlich, ja, positiv. Zumindest viel Klarheit und Licht ist hier zu sehen. Steinbock, Sternzeichen Löwe, wie du siehst, ja, in der Mitte direkt, ist auch deutlich. Löwe und Skorpion. Ich hole mir mehrere Karten. Steinbock, ja? Augenblick, bitte. Interessant. Die Karte, das Gericht, hinter dem Deck, das Gericht, ja, eine, vielleicht eine, ja, es kann auch mit einer juristischen Situation zu tun haben, was ich hier habe, eine juristische Situation, etwas, was man erfährt, ans Licht kommt, das Gefühl hier bei dir, dass irgendetwas im Monat April ans Licht kommen wird oder irgendeine Situation, die man nochmals nicht erwartet und so, ist hier bei dir sehr stark, ja, zu spüren. Steinbock, wir können hier sogar reden, dass wir eine Veränderung. Augenblick bitte, Steinbock. Chloe?
Entschuldigung, Steinbock. Venga, entra. Naja. Entschuldigung, Steinbock. Hier sieht man auch ein Kind. Ja? Hier siehst du ein Baby, ein Kind. Ja? Deswegen sage ich, Steinbock, für eine Gruppe von euch haben wir hier eine Situation, was mit Babys, Kinder zu tun hat. Ja? Schaue bitte jetzt in der Mitte die Karte die Sonne, 9 der Schwerter und eine Katze. Hinter dieser Katze ist ein Satz, kosmische Verbindung nicht von dieser Welt. Ja? Kosmische Verbindung nicht von dieser Welt. Irgendwie, man macht sich hier sehr viele Gedanken. 9. Schwerter, ja, 9. Schwerter und die Karte die Sonne. Wie auch immer das jetzt hier so ist, also die Karte die Sonne deutet ja auf Licht und Klarheit. Ist eine Karte, die auch mit Glück zu tun hat. Also das Glück ist irgendwie diese Versöhnung. Ist eine Karte, die wirklich sehr positiv ist, ja? Ja, muss ich dazu sagen. Und irgendeine Situation gibt es hier mit dieser kosmischen Verbindung, nicht von dieser Welt? Ist das jetzt für dich, Steinbock, eine neue Person? Eine neue Situation in deinem Leben? Eine neue Person? Ja, weil das könnte auch darüber reden, dass das hier auch für dich, dass wir hier auch eine Freundschaft haben oder eine neue Person in deinem Leben, an der ich sehr viel nachdenke. Ja, schau mal, in der Blockade ist die Karte der Turm, Ass der Münzen und eine Schwangerschaft. Diese Kombination hier spricht für mich über eine neue Situation. Weil eine Schwangerschaft ist eine neue Situation. Ass der Münzen spricht auch über was Neues. Und dann hier habe ich die Karte der Turm. Die Karte der Turm kann nochmals über eine Situation reden, die wir nicht erwarten, die mit einer neuen Situation zu tun hat. Ja? Veränderungen, die wir hier sehen. Steinbock, diese Kombination ist bei dir in einer Blockade. Eine Schwangerschaft dauert immer 9 Monate. Warum sage ich das? Weil wir reden hier über Zeit, gerade hier. Also in manchen Fällen reden wir hier gerade schon über eine Situation, die schon mit Zeit verbunden ist. Ja? Ja, und die Energie zeigt sich langsam. Das ist, was ich meine. Die Energie zeigt sich langsam. Ja. Und aber irgendwie, die Karte der Turm spricht jetzt über eine gewisse Schnelligkeit. Ja? Die Karte der Turm ist abrupt, schnell, unerwartet. Und das hat hier mit einer neuen Situation zu tun. Also diese Kombination, die ich hier habe, plus die Karte der Sonne. Also, du siehst ja, die Karte die Sonne kann über eine Schwangerschaft oder Fruchtbarkeit auch reden. Ne? Und das habe ich hier auch. Das habe ich hier auch. Ja? Ich meine, eine Schwangerschaft sieht man hier. Das kann man nicht ändern, ja? Also, es ist deutlich, ja? Es ist irgendwie deutlich. Schaue bitte jetzt in deine Vergangenheit. Oder warte mal kurz, ne, erstmal in deine Unbewusstheit. Also ein König der Stäbe, Feuerelement, Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen Widder, begleitet mit 2 der Kelchen. Und diese Karte von mir, hier steht
Für meine Karriere brauche ich Know-how in Wirtschaft und Touristik. Vielleicht hast du auch irgendwie mit Sternzeichen Waage, hast du eine Verbindung vielleicht, ja? Ich spüre hier einen Chef, eine Chefin, eine Person, die selbstständig ist, vielleicht sogar eine Person, die mit dir sogar vielleicht zusammenarbeitet. Diese Situation hatte ich beim Sternzeichen Löwe, ja. Ich sage dir, was ich hier spüre, ja, also diese Situation hatte ich schon bei Sternzeichen Löwe gehabt, ja, einen Chef, eine Chefin, eine Person, mit der man zusammenarbeitet. Es gibt hier ein gutes Zusammenarbeit mit einer Person, ja, oder sonst, dass wir hier nicht nur die Arbeit haben, sondern dass eine wichtige Seelenverbindung hier oder eine starke Anziehung zu einer Person haben, mit der ich zusammenarbeite. Das ist nämlich hier die Kombination, ja? Zwei der Kirschen und ein König der Stäbe. Feuerelement, Chef, Chefin, eine wichtige Seelenverbindung oder starke Anziehung zu der Person. Und irgendwie mit dieser Person arbeite ich zusammen. In deinem Bewusstsein, Ast der Stäbe. Ständig wird hier diese Leidenschaft gezeigt, ja? Eine Leidenschaft irgendwie. Drei der Münzen. Und die Nummer 3 kommt auch nochmals. 3 Fahrräder, 3 der Münzen. Die Nummer 3 zeigt sich hier, Steinbock. Ja? Ich spüre hier diese Leidenschaft oder diese neue Leidenschaft hier. Arbeite ich mit dieser Person zusammen? Ja? Arbeite ich mit dieser Person zusammen? Denn das sehe ich hier sehr stark, ja? Sehr stark zu spüren irgendwie. Es gibt hier eine wichtige Verbindung, Steinbock. Eine wichtige Seelenverbindung mit einer Person. Für eine Gruppe reden wir hier über eine neue Person. Es kann schon möglich sein, dass das hier eine neue Person ist, ja? Ja? Die man vielleicht durch die Arbeit kennt. Ich kenne diese neue Person durch die Arbeit. Oder Steinbock, vielleicht da, wo ich oft das bin, das kann ein Fitnessstudio sein, das kann ein Ort, wo ich manchmal bin und ich Menschen treffe, irgendwie. Ich spüre hier, die Arbeit ist eine Verbindung irgendwie und ich spüre hier eine wichtige Situation. Zu einer Person. Schau bitte jetzt, Steinbock, in deine Vergangenheit ein König der Schwerter. König der Schwerter, begleitet mit 4 der Kelchen und 2 Menschen, die sich umarmen. Ja, also ich spüre hier einer Person eine sehr kalte und mentale Energie. Ja, einer Person, die eigentlich nicht viel sagt, nicht spricht, aber mehrere Optionen auch hat. Luftelement, Sternzeichen Wassermann, Zwilling, Waage, einer Person, die nochmals sehr mysteriös ist, etwas mysteriös, nicht kommuniziert und irgendwie sehr analytisch ist, ja. Diese Energie spüre ich hier, Steinbock. Das kann, ja, diese Energie zeigt sich in deiner Vergangenheit. Entweder hast du mit so einer Person zu tun, einer Person nochmals, die sehr analytisch ist, sehr kalt und mental ist, nicht viel kommuniziert, einer Person, die sehr mysteriös ist, einer Person, die irgendwie nochmals, diese starke Anziehung ist da, aber du siehst ja, diese Person tut keine Handlung, keine Bewegung, ja. Schau mal bitte, Steinbock, in deine Zukunft. Habe ich einen Ritter der Stäbe. Nochmals Feuerelement. 10 der Schwerter. Und das Wort Tattoo. Tattoos, Piercings. Vielleicht ist das wichtig für dich. Das Wort ist wichtig. Oder es gibt einen wichtigen Tattoo. Einer Person mit einem Tattoo.
Ja. Steinbock, Rita der Stäbe ist eine sehr leidenschaftliche Energie. Ne? Das spricht hier über eine Person, die irgendwie sehr leidenschaftlich ist, eine Person, aber irgendeine Person, die eigentlich ja nicht ernst ist. Oder ja, das könnte man über einen Ritter der Stäbe vielleicht sagen, das nicht so ernst ist. Eine Person, die schon seinen Spaß hat und so, aber eigentlich nicht ernst nehmen kann. Ich kann diese Person nicht ernst nehmen, ja. Das ist eine Person, die, wie gesagt, schon Spaß haben möchte, aber eigentlich, das ist alles, ja. Vielleicht eine Person, die ein Tattoo hat, gibt es einen wichtigen Tattoo hier, ja. Und Zehnte-Schwerter deutet ja auf einen Schluss hier. Steinbock, ich habe Zehnte-Schwerter in deine Zukunft und die Karte der Tod als Energie. Das spricht hier über einen Schluss. Das ist ein Ende. Steinbock. Das ist hier ein Ende. Also. Deutlicher ist das nicht möglich. Deutlicher ist das hier nicht möglich. Ja? Sternzeichen Skorpion, wie gesagt, ist hier auch. Interessante Energie, Steinbock. Ich könnte hier verschiedene Situationen haben, Steinbock. Ich könnte hier diese familiäre Situation haben, ja, diese familiäre Situation mit Kinder, Eigentum, Familie und so weiter und eine neue Situation. Ja. Aber irgendwie im Monat April gibt es hier. Ich spüre hier die Karte der Tod, ein Ende. Schaue bitte, Steinbock, in deine Gefühle, Ritter der Münzen. Du siehst, diese Person nimmt einfach eine andere Richtung. Diese Karte ist eine positive Energie, Steinbock. Ist eine positive Energie, weil man entscheidet sich für eine andere Richtung. Ist eine Karte mit sehr viel, ja, mit guter. Ja, wie sage ich? Ja, Entschuldigung, es fällt mir jetzt das Wort nicht, Steinbock. Also gute Intentionen, Absichten sind hier. Also die Energie ist langsam, meine ich jetzt, ja. Die Energie mag vielleicht langsam zu sein, aber das ist eine Energie, die sicher ist, ja. Ist eine Energie, die sehr, sehr positiv ist. In deine Gefühle, ja, Ritter der Münzen, begleitet mit vier der Schwerter und die Karte ganz viel Glück, ja. Das Gefühl, was ich habe, ist, die Energie mag vielleicht langsam zu sein, aber die Energie zeigt sich für die Zukunft sehr positiv, mit sehr viel Glück, ja. Die Gedanken sind natürlich hier, ja, man denkt sehr viel nach. Man hat schon einen Fokus. Ich fokussiere mich in dem, was ich möchte. Ich weiß, dass das Zeit nimmt. Ja, aber ich bin schon richtig. Diese Kombination, die ich hier habe, Steinbock, will mir sagen, dass du in dem, was du anfangen möchtest, in dem, was du machen willst, richtig bist. Du bist richtig. Ja, man muss vielleicht nur Geduld haben. Etwas Geduld haben und ja, es ohne eilig haben, aber die Kombination ist positiv. Ja, die Kombination spricht über Glück, über viel Glück, über Geduld, aber ja, schau mal, was du von außen anziehst, fünfte Münzen, begleitet mit neunte Stäbe und diesen Knochen hier, hier gibt es einen Knochen, Gelenke, Muskeln, gibt es vielleicht hier eine Krankheit? Ist man irgendwie krank? Hat man eine Verletzung am Körper, an unserem, dieses materielles Körper?
Haben wir irgendeine Verletzung? Muss man operiert werden? Oder muss man heilen erstmal? Also heißt das vielleicht hier, ich muss erstmal heilen. Ja, ich habe ein Hindernis ist bei mir und das hat mit meinem Körper zu tun. Ich bin verletzt. Irgendwie habe ich mich verletzt und ich muss jetzt erstmal heilen. Das ist, was du von außen ansiehst, ja, dass du irgendwie in so eine Situation dich befindest, irgendwie eine Krankheit. Aber diese Krankheit hat nochmals mit einer Verletzung, mit deinen Knochen, Muskeln, Gelenke, vielleicht am Bein oder Hand, ja, es ist verschieden, aber irgendeine Verletzung gibt es hier, die dich verhindert. Deswegen, das ist der Grund bei dir, Steinbock, warum die Energie langsam ist. Weil vielleicht muss man hier erstmal heilen, ja? Schaue bitte jetzt die nächste Kombination, drei der Münzen, Königin der Schwerter und diese Karte, Steinbock. Hier sehe ich eine dritte Person. Hier siehst du nochmals zwei Menschen, die sich umarmen und eine dritte Person. Die Nummer 3 zeigt sich auch und die Königin der Schwerter. Ich spüre hier schon eine. Interessant finde ich, Steinbock, dass du diese Karte auch hast. Du hast diese Karte und diese Karte. Also schaue bitte hier. Es wiederholt sich die gleiche Karte, das gleiche Foto. Das Foto zeigt sich und das ist das gleiche Foto wie das hier. Aber dann sieht man auch eine dritte Person. Also irgendwie sieht man hier eine dritte Person. Ja. Irgendwie sieht man hier eine dritte Person. Es kommt drauf an, weil für eine Gruppe ist eine dritte Person eine Mutter. Ja, meine Mutter mischt sich in meine Beziehung rein, zum Beispiel. Sprichst du über eine Mutter, eine Schwiegermutter? Oder eine Freundin, Freund, irgendwie einer Person, die sich in meine Beziehung reinmischen möchte. Oder doch reden wir hier über eine dritte Person, was mit einer ja, Dreierbeziehung zu tun hat. Schau mal, Steinbock, 10 der Münzen als Ergebnis. Begleitet mit der Hierophant, Sternzeichen Stier. Und diese Zunge. Ich spüre hier schon eine sehr leidenschaftliche Energie, aber Sternzeichen Stier, aber ehrlich gesagt, Steinbock, du hast in deine Zukunft 10 der Schwerter und als Ergebnis 10 der Münzen, die Nummer 10, 10. Die Nummer 10, 10 sprichst du Veränderungen. Und das, ich muss dir sagen, das Gefühl ist bei dir sehr stark zu spüren. Im Monat April, etwas verändert sich, etwas ist hier anders, etwas wird anders hier, weil die Energie ist sehr deutlich. 10, 10 und die Karte der Tod. Für mich, wir reden hier gerade über ein Ende in eine bestimmte familiäre Situation. In eine bestimmte familiäre Situation. Schaue bitte, auf den Würfeln kam für dich Sternzeichen Widder und die Nummer 6. Von diesen Karten kam für dich Ass der Kelchen. Sprichst du über Sternzeichen Fische, Krebs, Skorpion? Sternzeichen Skorpion ist bei dir sehr stark zu spüren. Begleitet mit einer Person, die sich entschuldigen möchte. Einer Person, die in Vergebung ist, in dieser Vergebung sich befindet. Und die Karte der Projektion, ja, die Projektion, diese Karte spricht über ja, eine Abspiegelung, diese Spiegelung, ja, also zwei Menschen, die sich spiegeln irgendwie. Ich spüre tatsächlich hier eine Person, die eine Situation bereut. Einer Person, die sich zurückzieht, eine Situation bereut, einer Person, die sich entschuldigen möchte. Ja.
Und irgendwie eine Person, die diese Koffer, seine Koffer packt und geht. Diese Koffer packt und geht, ne? Steinbock, für dich kam die Karte von diesem Orakel, die Karte der Adler. Ich möchte gerne diese Karte für dich vorlesen. Der Adler kommt aus dem Osten, dem Schauplatz des Sonnenaufgangs, jeglichen Neuanfangs. Weit in den Himmel empor erhebt er sich und nimmt auch die kleinsten Details deutlich wahr, ohne das Gesamtbild aus dem Auge zu verlieren. Sein Nest baut er im Hochgebirge. Für Adler gibt es keine Hindernisse, nur Chancen. Er fordert dich zum Aufstieg und auf und dazu dir den Durchblick zu verschaffen, damit du Flügel an Flügel mit dem großen Geist dahin gleiten kannst. Hast du dich so in deine tägliche Routine verfangen, dass du kaum mehr weißt, wo du hin willst und was du als nächstes tun sollst? Hast du den Sinn deines Lebens aus den Augen verloren? Der Adler lädt dich ein, tief durchzuatmen und die Flügel auszubreiten. Wann hast du sie zum letzten Mal gespreizt? Der Adler erinnert dich daran, dass dein Geist dafür geboren wurde, sich in den Himmel zu erheben. Erwäge deine Alternativen und frag dich dabei, möchte ich in einem Hühnerstall leben, abgeschieden vom wirklichen Leben auf die nächste Fütterung warten, oder möchte ich mich emporschwingen wie ein Adler? Solltest du dich für Letzteres entscheiden, musst du die Einladung des Adlers annehmen und den Mut aufbringen, die Freiheit zu wählen. Jetzt heißt es, mit Adleraugen zu sehen, richte einen Laserstrahl auf das Ganze und die Teile, aus denen es besteht, und setz klare Prioritäten. Wofür bist du auf die Welt gekommen? Etwa um die Erfolgsleiter finanziell oder gesellschaftlich zu erklimmen oder doch eher um ein besserer Mensch zu werden, dein Herz zu heilen und dein wahres Selbst zu verwirklichen. Worin besteht deine göttliche Mission hier auf Erden? Schluss mit all den Ausreden. Natürlich hast du nicht genügend Zeit oder Geld oder bekommst zu wenig Schlaf. Trotzdem musst du jetzt sofort losfliegen, wenn du das von dir gewählte Lebensziel erreichen möchtest. Verschiebst du deinen Aufbruch, betrügst du dich nur selbst. Sieh die Welt mit den Augen des Adlers und betrachte jedes Hindernis als Chance. Du erreichst alles, was du dir vornimmst. Befreie dich deshalb und lebe deine höchsten Bestimmung gemäß. Flieg los. Eine wunderschöne Karte ist das hier. Eine wirklich wunderschöne Karte ist das hier. Ja, eigentlich spricht für uns alle, ne? Also tatsächlich, Steinbock, ich spüre hier, irgendetwas ist hier anders. Ja, also irgendwie spüre ich hier schon Veränderungen bei dir. Und wir wissen ja, wie das ist. Für dich spricht anders als für mich. Aber die Veränderungen sind ja da. Ich habe nämlich 10 und 10. Und plus der Hierophant. Der Hierophant ist Nummer 5. Spricht auch über Veränderungen. Das Gefühl wäre hier bei dir. Wichtige Gespräche sieht man hier bei dir. Aber wichtige Gespräche und auf jeden Fall klare Veränderungen. Klare Veränderungen. Ja, das spüre ich hier bei dir sehr stark, Steinbock. Augenblick, bitte.
Ich spüre hier bei einer Gruppe, spüre ich Eigentum. Ich sehe Eigentum hier, ja, mit den 10 Münzen. Eigentum, Stabilität auf jeden Fall und sogar Babys, Kinder, eine Schwangerschaft. Das spüre ich hier bei einer Gruppe sehr deutlich, diese Stabilität, ja. Aber ja, es zeigt sich eine andere Energie hier. Eine andere Energie. Feuerelement ist bei dir sehr stark zu spüren. Und in manchen Fällen nochmals, dass du diese Person durch die Arbeit kennst. Aber irgendetwas verändert sich hier mit diesen 10 Schwertern. Ich kann das nicht anders deuten. Das ist immer wieder das Gleiche. Also wir reden hier über einen Schluss, was das hier auch immer für dich heißen mag. Aber das sprichst du über ein Ende. Das sprichst du über ein Ende. Deutlich. Also so wie ich das verstehe, es gibt keinen Rückgang mehr, also kein Zurück mehr. Es gibt keinen Zurück mehr. Das ist ein Schluss, ein Ende. Du siehst hier Sternzeichen Skorpion auf jeden Fall auch sehr stark sogar bei dir. Aber ja, tatsächlich. Also Steinbock, ich spüre hier irgendeine Erniedrigung. In manchen Fällen muss ich für dich nicht reden, ja, aber ich spüre eine Erniedrigung, eine Enttäuschung, eine Verletzung von einer Person. Ja, eine Erniedrigung, nämlich auch. Diese zwei Karten, die ich hier habe, diese Zunge und diese Tattoo, ich spüre hier irgendetwas Freches, ja, einer Person, die etwas frech ist, die etwas, nochmals, verletzen kann. Einer Person, die natürlich auch sehr sexuell ist, spürt man hier, ja. Aber eine Person, ich sehe hier eine Person, die verheiratet ist. Das ist schon mal sicher. Dass der Hierophant und 10 Münzen über eine Person spricht, die verheiratet ist, ist sicher. Also wir reden hier über Familie, ja. Kinder, Familie, eine Hochzeit. Ist das hier, ja? Aber in manchen Fällen eine andere Situation ist da auch, ja? Das sieht man hier sowieso. Ich habe hier 3 Münzen, die Königin der Schwerter und dieses Foto spricht auch über eine dritte Person. Ja, es gibt schon hier diesen Geheimnis. Vielleicht einen Geheimnis, denn nicht mehr so ein Geheimnis ist, weil es kann möglich sein, dass die Königin der Schwerter etwas erfährt. Ich erfahre hier etwas, was mit einer dritten Person zu tun hat. Wer ist diese Königin der Schwerter? Es kommt jetzt darauf an, ob du ein Mann bist, eine Frau bist oder wie diese Situation für dich jetzt spricht. Ja? Zum Beispiel, für mich wäre mein Ehemann erfährt über mich, dass ich eine andere Person in meinem Leben habe, in meinem Fall, ja. Wenn ich jetzt verheiratet wäre, das würde meinen Ehemann reden. In deinem Fall, wenn du einen Mann bist, dass deine Frau über diese dritte Person erfährt. Zum Beispiel, ich spüre hier eine Person, die vielleicht sogar etwas sauer ist, ja, ich bin sauer oder ich habe eine Wahrheit jetzt erfahren über eine dritte Person und ich bin sauer, ja, ich bin sauer und irgendwie, das könnte für eine Gruppe reden, denn ich spüre hier schon eine Enttäuschung, eine Verletzung. Könnte jetzt der Fall sein, dass eine Person sich entschuldigen möchte und eine Person bereut und möchte sich entschuldigen? Mag sein, aber was gemacht ist, ist gemacht. Ja? Und unsere Taten haben ja Konsequenzen. Und das ist das, was ich hier spüre. Dass Taten Konsequenzen haben, das ist Karma. Ja? Das ist die Übersetzung für Karma. Taten haben Konsequenzen. Und ich spüre hier schon eine Person, die in manchen Fällen sich sogar entschuldigen möchte. Das könnte man hier sehen, eine Person, die sich entschuldigen möchte. Aber wenn ich dir ehrlich bin, diese Person wird sich nicht so schnell ändern. Nee. Ja. Wie ich immer sage, ich bin für Vergebung, natürlich. Ich bin für das Vergeben, bin ich schon. Aber was ganz anderes ist, was ich danach mache.
wie ich mich entscheide in meinem Leben. Ja? Möchte ich mit dieser Person weiterhin zusammenbleiben oder möchte ich mich sogar scheiden lassen oder trennen? Ja? Das ist eine Sache, die jeder für sich anders entscheidet. Weil ich brauche eine andere Erfahrung als du. Von da aus, ich entscheide, in dieser Situation entscheide ich anders als du. Ja? Eine gleiche Situation kann verschiedene Entscheidungen haben. Ja, weil die Menschen verschiedene Erfahrungen haben. Und Steinbock, ich habe hier der König und die Königin der Schwerter. Luftelemente, Sternzeichen Zwilling, Wassermann, Waage. Diese Sternzeichen sind da. Stier ist sehr stark bei dir. Stier, aber nochmals, Skorpion, Löwe, sehr sogar. Ja, und ich spüre diese Energien da. Ja. Das Gefühl wäre hier in deine Gefühle, Steinbock, in deine Gefühle gibt es da, hier eine sehr positive Energie. Das will ich dir halt nur sagen. Ich spüre eine sehr positive Energie. Du weißt schon, dass du allein natürlich auch ganz viel Glück haben wirst. Dass du, ja, du weißt das auch. Ich spüre hier ganz viel Glück in deine Energie und du bist eigentlich allein. Also hier siehst du eine Person, die allein ist, eine Person, die allein ist und hier auch. Ja? Also von da aus, man braucht eigentlich, du brauchst dich, nur dich, ja, am Ende. Ja? Aber ja, ich spüre vielleicht eine Heilung erstmal hier, dass du heilen musst, weil ich spüre eine Krankheit hier bei jemand. Bei jemand sieht man eine Krankheit hier, was mit deinen Gelenken, Muskeln oder Knochen zu tun hat. Ja? Irgendeine Verletzung gibt es hier schon. Ja, aber Steinbock, eine Person wird hier möglich auch Grenze setzen. Ja, das ist, was ich hier spüre. Jemand wird hier Grenze, klare Grenze setzen in eine Situation. Und ich denke, wir reden über die Familie. Eine Person wird hier klare Grenze setzen in eine familiäre Situation. Es ist sicher. Es ist sicher. Es kommen Veränderungen auf dich zu, Steinbock. Ich weiß natürlich nicht, wie für dich spricht, aber die Energien sind extrem deutlich. Extrem deutlich. Und was ich denke, es kommt schon sehr viel Licht. Man wird hier viel Licht haben. Viel Licht und Klarheit bekommen. Und die Intuition, nicht vergessen, eine Katze spricht über die Intuition. Lass dich durch deine innere Stimme führen, ja. Das ist die Intuition hier. Das ist die Intuition, das ist Licht und Klarheit in eine bestimmte Situation. Die Energie ist deutlich, Steinbock. Wenn ich dir ehrlich bin, deine Energie ist eigentlich deutlich. Und ich weiß nicht, ob du die Karte der Adler gut verstanden hast oder ich mich ja, gut ausgesprochen habe, aber diese Karte ist wichtig. Ja. Also ich empfehle dir, die Karte nochmals anhören. Also diese Karte ist wichtig und redet natürlich auch über deine Möglichkeiten. Die verschiedenen Möglichkeiten, die sich für dich bieten. Ja, und das sehe ich auch hier. Steinbock, das hier ist eine wunderschöne Karte. Einen wunderschönen, das Tier ist wunderschön, nämlich auch, ja. Ja. Steinbock, das ist die Energie für den Monat April. Erwarte Veränderungen in dieser Energie, weil ich meine, es ist sowas für deutlich. Es ist sowas für deutlich. Das kann nochmals, du weißt ja, wir haben über Kinder gesprochen, wir haben über Ehemann, Ehefrau gesprochen, wir haben über, es kann irgendeine Energie sein, aber hier gibt es natürlich von einer frischen Person, weil ich könnte hier über eine frische Energie reden.
Das ist etwas frisch, was ich hier spüre, mit einer Person. Ja? Eine Person, die sich etwas frisch verhält, ja. Eine Person, die vielleicht auch viele Tattoos hat oder irgend so eine Energie ist hier. Ich meine, das macht ja nichts, ja, das ist nicht die Sache. Ich spüre halt nur eine Person, die nochmals tatsächlich etwas frisch ist, ja. Und es gibt hier einen klaren Schluss. Es gibt hier einen klaren Schluss. Und womöglich, diese Person wird sich hier auch entschuldigen wollen. Aber die Energie ist deutlich bei dir. Steinbock spricht hier wirklich über ein Ende in eine bestimmte Situation. Das ist, was ich spüre hier. Eine Ende. Eine Ende. Steinbock, ich wünsche dir schöne Osterferien, ja? Genieße es. Danke dir für deine Likes, für deine Abos. Steinbock, ich hoffe, ich könnte dir hier etwas helfen oder ein bisschen Klarheit geben oder irgendwie etwas deuten, das für dich behilflich sein kann. Ja, ich danke dir. Wir sehen uns bald, Steinbock. Dankeschön für deine Likes, für deine Abos und bis bald. Tschüss, Steinbock.